von Dominik Strohengel. Ecke Darmstadt und da war er. 51. Minute der Ausgleich. Der Neuzugang aus Wien-Wiesbaden machte das, wofür er geholt wurde. Das 1:1 mittlerweile auch redlich verdient. Die Darmstädter machten im zweiten Durchgang einfach mehr. Strohengel und sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber. 10 Minuten Zulu. Strohengel und Milan Ivana. Und schon führt Darmstadt in der 40. Minute mit 1:0 herum. Gondorf. Ivana. Überragende Mann auf dem Flügel. Und dann bricht die Urgewalt über Haching herein. Dominik Strohengel praktisch mit dem Halbzeitpfiff das 2:0. Das Kreuzeck werden sie neu streichen müssen in den nächsten Wochen. Nach diesem Knaller der Gäste. Kevin Hingerl kann den Schützen nicht stören. Tja, der Weg an den Abschlag. Jan Zimmermann. Seiler. Strohengel und Tor. Das gibt's doch nicht. 3:2 für die Gäste in der 82. Minute. 3 Stationen bis zum Tor. Erst der Keeper, dann die wunderbare Vorbereitung von Marco Seiler. Zweimal Brust und drin ist er. DSE Dominik Strohengel setzt sich durch gegen Innenverteidiger Hofstetter. Aber diese Ballstaffette war weg. Hanno Behrens, der wurde eingewechselt und ist dementsprechend frisch. Müller, erst ist er der Sieger und dann doch der Verlierer. Fault Gondorf, gelb für den Keeper und Elfmeter für Darmstadt. Dominik Strohengel mit Tor Nummer 3 zum 4:2 für Darmstadt. Hachings zweite Niederlage hintereinander und die ist richtig bitter. Nach der klaren Steigerung. Nach Ball richtig schön bei den Blau-Weißen. Gondorf, Seiler, Heller. Gondorf mit dem Auge, Strohengel mit dem Kopf und Ivana mit dem Abstauber. 1:0. Diese Führung ist sowas von verdient. Es ist der bislang schönste Spielzug dieser Partie. Und Milan Ivana, der Neuzugang aus Wiesbaden, macht sein zweites Tor im zweiten Spiel von Beginn an. Beginnt mit einem Aufreger. Es wird Elfmeter geben für Darmstadt. Konrad soll hier Strohengel gefoult haben. Für die Chemnitzer war der Elfmeter ein Witz. Die Bilder lösen es nicht hundertprozentig auf. Dominik Strohengel hatte in Unterhaching vom Punkt getroffen. Jetzt gegen Penke. Und wieder ist er drin. 1:1 wie in der letzten Saison. Doch das 5. Saisontor für Strohengel. Nur 2 Minuten später. Berzel mit dem Einwurf. Strohengel mit der Kopfballverlängerung. Und Seiler zur Stelle 0:1 für die Gäste. Marco Seiler nach 28 torlosen Spielen erstmalig wieder erfolgreich. Feisthammel verpasst gegen Strohengel und auch in der Mitte steht Bollmann zu weit weg vom Mann. 0:1, kein Auftakt nach Maß. Duisburg sichtlich geschockt. Darmstadt erneut über die starke linke Seite. Heller gegen Bollmann. Gondorf gegen 3, der Ball kommt zu Strohengel. 0:2. Dominik Strohengel mit seinem 6. Treffer der Saison. Die Duisburger viel zu weit weg von ihren Gegnern. Und der Rest ist leichte Arbeit für den Angreifer der Gäste. Der MSV fand weiterhin nicht statt. Stegmeier beim Freistoß. Zulu springt am höchsten. Und 0:3. Gut eine halbe Stunde gespielt. Aytac Zulu. Mit dem ersten Saisontreffer eines Darmstädter Abwehrspielers. Bollmann kommt nicht hoch und auch Bajic kann nichts mehr verhindern. Trainer Schuster, der zu Heller. Ofosu Aye wiederum zu weit vom Mann. 0:4. Was für eine Blamage der Zebras. Marcel Heller krönt sein gutes Spiel und macht sein Tor.
Die MSV-Spieler fast körperlos. Kein Aufbäumen zu sehen. Die Körpersprache. Diese Kulisse an. Und es steht hier nur 0:0. Unglaublich. Und dann dieser Schuss. Und dann heißt es 1:0 in Minute 24. Da ist Musik drin. Der Assist kommt von Dominik Strohengel. Der bringt seinen langen, wuchtigen Körper hier gut ein, legt ab auf den Torschützen. Der zieht durch und bringt die Lilien in Führung. Klasse Tor. Keine Chance für Keeper Johannes Brink. Der steht, aber Stegmeier, der kommt angerauscht und der Ball ist wieder drin. 2:0 in dieser 27. Minute. Und spätestens jetzt brechen die Planken der Hansa-Kocke. Super Timing bei diesem Kopfball von Hanno Behrens. Unhaltbar. Im richtigen Moment abgesprungen und verlängert. Klasse Treffer. Meine Güte, da kann einem schwindelig werden. Hansa Rostock ist Ex-Bundesligist und chancenlos. So sein sollte, haben sie die Rechnung ohne Dominik Strohengel gemacht. 3:0, 47. Die Kogge hisst die weiße Fahne. Von den Lilien, Laufduell, Elfmeter, klare Sache. Mendy holt Gondorf von den Beinen. Voll das Standbein getroffen. Und wer schießt den Elfmeter? Er, Dominik Strohengel. Das Duell gegen Brinkies gewinnt er 4:0. In der 54. Minute, 7 Minuten nach seinem ersten Treffer. Jetzt ist der Takt von Heller und er wird gefoult. Nächster Elfer, natürlich. Sebastian Pelzer bekommt Gelb noch oben drauf. Auch der beschwert sich nicht, weiß, was er da gemacht hat, klingt sich hier ein, hindert Heller am Durchlaufen. Und Dominik Strohengel, der verschossen hatte gegen Gladbach, erzielt hier seinen zweiten Elfmetertreffer zum 5:0. Das ist Ruprecht. Und wieder so ein Verteidigungsschnitzer. Und das ist nochmal Dominik Strohengel. 6:0. Touché. Beim Warmmachen schon richtig wild, fokussiert und gierig. Ja, und genauso kommen sie auch aufs Feld. 11. Minute. Berzel. Und da Costa. Da trifft er. Und da jubelt er. Ivana. Erst abgeblockt und dann Dominik Strohengel. 1:0 für Darmstadt. Und wer sonst als der Mittelstürmer der Lilien, der clever und abgezockt hier einnickt. Sein 11. Saisontreffer. Damit führt Strohengel die Torjägerliste der dritten Liga mit weitem Vorsprung an. Die Vorarbeit kam übrigens vom Meier, Dominik Strohengel und der jubelt in dieser 21. Minute. Hat er das Tor wirklich da? Befreiungsschläge, Zimmermann, ganz leichte Arbeit für ihn, diesen Ball zu klären. Und nicht nur das, das wird eine Vorlage für seine Jungs in Blau und Weiß. Und die kommen mit Macht. Und dann der Pfiff des Schiedsrichters mit Recht. Elfmeter, Darmstadt 98. Was ist da passiert? Da setzt sich Marco Seiler durch und dann wird da von Scherder hier endgültig gefällt. Und das ist eine Sache für Dominik Strohengel. Und der trifft in dieser 53. Minute. Die dir nicht zweimal sagen. Langer, schöner Ball, sofort umgeschaltet auf Marcel Heller. Der lässt den ersten stehen, der lässt den zweiten stehen und dann fällt er. Wurde von den Beinen geholt von Dominik Schmidt, der sich auch gar nicht beschwert.
Hier mit dem Kopfballabwehrversuch und dann kommt der Arm gegen den Fuß. Elfmeter. Und das ist wieder eine Sache für Strohengel. 3:0 in dieser 84. Minute. Und wie oft hat er getroffen, zeigt er uns Spielzeit. Und dann ist er tatsächlich nochmal drin. Kirsch mit dem Eigentor. Woche in der Startformation, das ist Biada. 5. Minute und er macht gleich das Tor. 1:0 Darmstadt. Erster Angriff gleich drin. Benjamin Bayer. Rechts kommt wieder Heller. Und er bekommt auch den Ball. Und diesmal ist er drin. Für Darmstadt. Strohengel, Seiler und dann Benjamin Bayer, 2:1. Als Spiel, Darmstadt in allen Mannschaftsteilen bestens besetzt und hat einen Engel. Strohengel mit gefühlvoller Flanke auf Ivana und schöner geht's nimmer. Das ist Fußball und Hermann leitet ab zur Ecke. Die Darmstädter lassen nicht nach, nutzen die Kieler Schwachpunkte aus. Das ist weniger Torwart Jakusch, das ist die Unordnung. Da darf auch mal ein Abwehrschuss wird gegeben und jetzt ausgeführt von Milan Ivana auf den Kopf von Dominik Strohengel. 1:0 in der 21. Minute. Süßer, die Glocken, die klingen hier. Sirigu, 17 Minuten gespielt, 0:1. Blau-weiße Fete an der französischen Grenze. Dafür schlagen andere zu. 0:2, 49. Minute, die Lilien jubeln, doch von den Orangenen. Selbe Stelle, Keeper Kronholm, orientierungslos und wieder schlägt's ein, 0:3. 71 Minuten vorbei.